zwei Inseln nicht weit von Bali entfernt, aber dafür umso weiter entfernt von dem üblichen Massentourismus. Mit einigen Traumstränden, wunderschöner Unterwasserwelt und atemberaubenden Aussichtspunkten. Willkommen im Paradies. Ja Leute, wir sind jetzt auf der Insel angekommen. Wir haben gestern Abend auch gleich noch in unser Hotel eingecheckt und sind gut angekommen. Wir waren dann noch essen und haben den Sonnenuntergang genossen. Ja. Der war traumhaft schön. Das war ein Traum. Ja. Und heute Morgen haben wir uns gleich einen Roller gemietet und sind losgefahren. Ja, wir sind jetzt auch schon an unserem ersten Ort auf Nusa Lembongan angekommen, an der Mushroom Bay. Und wir sind auf jeden Fall so super gespannt, was hier alles auf uns zukommen wird. Und da uns schon relativ warm ist, würde ich sagen, gehen wir direkt ins Wasser und dich nehmen wir mit. Oh, das Wasser ist richtig schön angenehm. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt ein kühleres Wasser haben, das nicht so richtig warm ist. Es tut einfach richtig gut, mal wieder eine Abkühlung zu haben. Und man sieht schon richtig viel abgestorbene Korallen. Mal schauen, ob wir auch lebendige Korallen hier finden. So, wir sind jetzt einen Strand weitergefahren. Das ist direkt nebenan, der grenzt sogar an den Strand, wo wir davor waren, an. Er ist bloß, also die zwei Abschnitte werden bloß von einer Klippe getrennt und wir sind hier auch gerade komplett alleine. Ja, der heißt Secret Beach und ich glaube, der ist auch noch so ein bisschen secret, weil wir eben alleine hier sind. Ja, der Weg war auch gar nicht so leicht zu finden. Im Roller ist nichts angeschrieben, aber wir haben es schlussendlich doch gefunden. Ja, und es ist einfach cool hier alleine zu sein.
Wow, wie schön war das jetzt gerade im Wasser. Wir sind jetzt gerade wieder zurück an unserer Unterkunft und haben uns jetzt abgeduscht und schnappen jetzt gleich wieder den Roller und fahren zum Sunset Point. Es ist nämlich jetzt schon abends, müssen uns auch ein bisschen beeilen, dass wir den Sonnenuntergang nicht verpassen. Boah, Leute, der Spot hier zum Sonnenuntergang ist einfach perfekt. Die Sonne geht vor einem im Meer unter. Es ist unglaublich schön. Es ist einfach nur ein Traum. Hier mit dem Meeresrauschen. Das letzte Licht leuchtet gerade noch. Die Sonne ist schon weg. Oh, es ist einfach cool, so den Tag ausklingen zu lassen. Und ja, also wir sind einfach nur mega happy, jetzt gerade hier zu sein, das genießen zu dürfen. Wir genießen jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen und dann melden wir uns morgen wieder. Wir sind Yassi und Andi und wir sind seit August 2023 auf Weltreise. Unsere Reise startete in Spanien und Portugal. Dort sind wir für 2 Monate in unserer geliebten Anja, die wir selbst ausgebaut haben, unterwegs gewesen. Und dann sind wir ans andere Ende der Welt geflogen, nach Neuseeland und im Anschluss nach Australien. Allerdings kürzer als gedacht. Denn unser Plan änderte sich und so sind wir jetzt in Südostasien gelandet und nehmen dich auf unsere Reise mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns mittlerweile nicht mehr auf Nusa Lembongan, sondern auf Nusa Ceningan. Das ist ganz cool. Die 2 Inseln sind mit einer kleinen Brücke verbunden, über die man einfach drüber fahren kann. Ja, und über die sind wir jetzt gerade drüber gefahren und es war auf jeden Fall echt cool. Und die Bucht so zwischen den Inseln, die ist richtig cool türkis. Mega schön und in dem Café, wo wir gerade sitzen, da ist sogar ein Pool mit dabei und ja. Schön liegen zum Hinlegen, da werden wir definitiv länger bleiben. Und auch im Wasser sind Schaukeln und Hängematten. Voll schön. Da werden wir es uns jetzt dann gut gehen lassen. Ja, und vor allem, wir haben schon gesehen, das Essen ist super günstig hier. Also ich habe mir gerade eine Pizza bestellt, das ist ja jetzt nicht wirklich was Indonesisches. Und wie viel hat die gekostet, so umgerechnet? 3-4 Euro. Irgendwie sowas, ich weiß gerade nicht auswendig, aber irgendwie so um den Dreh, das ist schon super billig hier.
Wir sind ja jetzt an der Blue Lagoon und das Wasser hier ist richtig schön blau. Das ist so crazy. Allerdings ist es hier nichts zum Baden, weil die Wellen viel zu riesig sind und man kommt auch gar nicht runter zum Strand. Aber man kann den Wellen zuschauen, sehr beeindruckend, und man kann hier Schildkröten sehen. Ja, und wir haben sogar eine Aufnahme von der Schildkröte gemacht. Und da man hier nicht baden gehen kann, geht es für uns jetzt wieder weiter an den Strand, weil wir uns unbedingt noch abkühlen wollen. Es ist so verdammt heiß gerade. Und zwar, es geht an den Dream Beach, wieder nach Nusa Lembongan zurück. Als wir vorhin mit dem Roller zurückgefahren sind auf die andere Insel, haben wir einen Ort gesehen, an dem wir unbedingt zum Sonnenuntergang kommen wollten, um dort ein paar Fotos zu machen. Wir haben jetzt auch schon die Kamera aufgebaut, so ja, noch im Meer, also so im ganz flachen Wasser jetzt gerade. Stehen hier jetzt auch, wie man sieht, mitten im Wasser. Ach, und jetzt ist gerade die goldene Stunde angesagt. Das leuchtet schon mega schön und ein bisschen dauert es noch, bis die Sonne verschwindet, aber es ist jetzt schon traumhaft schön mit den ganzen Booten im Vordergrund. Das ist so toll, also ich hoffe, der Sonnenuntergang wird schön und wir können euch ein richtig geiles Foto zeigen. Ja, ich glaube, zum Ende des Videos kann man noch mal ganz klar sagen, dass Nusa Lembongan und auch Cheningan ein richtiger Geheimtipp hier auf Bali sind, weil wir haben kaum Touristen gesehen. Es ist um einiges weniger los wie auf der Hauptinsel und es ist einfach super schön hier. Ja, und danke, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn es dir gefallen und auch geholfen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und drück unbedingt auf Abonnieren, um unser nächstes Video nicht zu verpassen, denn für uns geht's jetzt auf die nächste Insel.